Wenn ich ernst gucke, denken immer alle, ich bin traurig oder ich bin sauer oder böse. Dabei gucke ich nur ganz entspannt. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich weiß, das habe ich zum Beispiel beim Drehen, ist mir das ab und zu passiert, wenn ich mich vorbereitet habe auf eine ernste Szene. Und dann kamen manchmal die Leute zu mir und haben gefragt, ist was los? Wie geht's dir denn? Bist du traurig? Nein, ich bin nur konzentriert und mein konzentrierter Blick ist der. Das Problem ist jetzt, dass naturgemäß bei den meisten von uns die Mundwinkel nach unten gezogen sind. Guckt mal. Hier, so. Guck mal in den Spiegel, wie die Mundwinkel bei dir sind im Normalzustand. So, du wirst sehen, die Mundwinkel sind ein bisschen nach unten. Es gibt nur wenige, bei denen die Mundwinkel zur Seite gehen und ganz, ganz wenige, bei denen die Mundwinkel nach oben gehen, beim Joker vielleicht. So, wie kannst du jetzt positiv wirken in einem Videomeeting oder bei einer Präsentation oder wenn du ein Video aufnimmst? Wir denken immer, wir lächeln und lächeln und lächeln und eigentlich müsste das doch positiv wirken. Ja, es würde auch positiv wirken, wenn wir wirklich, wirklich lächeln würden. Ich habe einen Trick, der ist ein bisschen strange, aber er hat eine Wirkung und dafür bin ich ja da. Yvonne de Barg, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache, analog und digital. Ich kümmere mich darum, dass die Welt vor der Webcam attraktiver und genauso professionell wird wie analog. Dafür bin ich da. Ich habe eine Übung für dich, wie du immer positiv wirken kannst vor der Kamera. Stell dich mal vor den Spiegel und mach die Augen zu. So, und dann denkst du dir ein Lächeln. Ja, denk dir ein Lächeln und zieh die Mundwinkel nach hinten. So. Und dann halte die Mundwinkel so und mach die Augen auf. Das ist gar nicht so weit. Die Mundwinkel sind gar nicht so weit nach hinten gezogen, wie ich eigentlich dachte. Probier das mal aus. Wenn wir denken, wir lächeln wie ein Honigkuchenpferd, dann ist das nur im Körper tatsächlich eine minimale Bewegung. Probiert das mal aus. Und dann guckt mal, wie weit müsstet ihr denn die Mundwinkel wirklich nach hinten ziehen, damit es wie ein Honigkuchenpferd aussieht. Ich sage jetzt nicht, grinst immer wie ein Honigkuchenpferd. Zu viel Lächeln ist auch nicht gut, weil zu viel Lächeln, dieses Dauergrinsen, dieses das wirkt eher unterwürfig. Aber so ein souveränes Lächeln vor der Kamera und ein Nicken und ein Lächeln, das macht einen sehr, 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 sehr positiven Eindruck auf deine Zuschauer, die dich gerade auf der Kachel sehen. Also probier aus, wie weit müsstest du denn die Mundwinkel tatsächlich nach hinten ziehen, damit es wie ein Lächeln aussieht. Und es gibt noch einen kleinen positiven Bonus dabei. Wenn du das Lächeln denkst, du denkst, dass du lächelst, dann reagiert der Körper mit dem Rückkopplungseffekt und schüttet Endorphine, Hormone, einen Hormoncocktail aus, dass es dir auch wirklich gut geht und das Lächeln von innen kommt. Nach und nach kannst du üben. Bring dich in eine positive Stimmung und lass es raus.